Hi Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde der Binding of Isaac. So, wir haben im letzten Run mit Maggie den Satan besiegt, um weitere Achievements freizuschalten und um der Binding of Isaac 100% durchzuspielen, müssen wir jetzt noch mit, oh Gott, mit Kane, glaube ich, und mit Samsung auch noch Satan besiegen. Noch, wir müssen gar nicht mehr zum Blue Baby, wobei doch, wir müssen zum Blue Baby, aber das steht da nicht direkt, sondern um das 100% durchzuspielen, müssen wir auch noch mit jedem einmal das Blue Baby besiegen. Ich weiß es aber gar nicht mehr, mit wem ich schon das Blue Baby besiegt habe und mit wem nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. So, heute spielen wir wieder mit Samsung, meinem allerliebling. Ui, toll. Und wir müssen jetzt Satan besiegen. Alles klar. Er hat natürlich Bloody Lust. Ihr wisst ja, was das ist. Das fängt ja gut an. Egal. Keine Feinde, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und wir haben hier Quadshot. Oh. So wie der Run letztens im Livestream endete gegen Maudado. Übrigens habe ich gegen Maudado echt eine Menge dazugelernt. Ich wusste gar nicht, dass es Special Items gibt, die dann dafür sorgen, wenn du die aufhebst, dass andere Items gar nicht mehr spawnen. Oder die Chance sich verringert. Ich weiß gar nicht mehr genau. Das fand ich sehr interessant. Uah. So, wir müssen auf jeden Fall mit... Ach ja, das macht mich auch langsamer, ne? Stimmt, habe ich ganz vergessen. Das macht mich langsamer. Aber dafür haben wir einen Viererschuss. Und Viererschuss ist ganz okay, würde ich sagen. So, wir dürfen auch für andere Achievements dürfen wir auch gar keinen Schaden bekommen, was ziemlich schwer ist, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Einfach gut spielen oder sowas, ja? Das ist ja verrückt. Das kann ich mir nicht zutrauen. Nee, nee, nee. So, hier ist das. Da ist bestimmt der Geheimraum hier oben, aber wir haben keine Bomben, was uns ein wenig traurig macht. Aber vielleicht droppt der Boss ein paar. Ach du, schade. Ich hätte gern Cube of Meat. Auf jeden Fall, Cube of Meat fürs frühzeitig zu haben, ist perfekto. Aber dieser Boss ist auch perfekt mit Samsung, weil wir natürlich die Fliegen töten können, um stärker zu werden. Na, das sind schon die roten Tränen. Sehr gut. Machen jetzt mega viel Schaden, wenn wir mal treffen würden. So. Auf Wiedersehen. Und? Nein, kein... Das hier ist Shot Speed Up, ne? Das darf ich jetzt nicht mitnehmen, oder? Nee, das ist nicht gut. Da habe ich auch gesehen, auf der Lion hat es auch nicht mitgenommen. Und deswegen ignorieren wir das, weil Shot Speed Up ist ja irgendwie nicht so gut, ne? So. Okay, sorry. Das war mein kleiner Dubstep-Dance. Den macht Samsung gerne, wenn er einen Boss besiegt hat. So. Nehme ich dann alles auf? Ja, ich nehme alles auf. Gut, ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht zu leise. Aber besser zu leise als zu laut und man hört nichts mehr von mir. Oh Gott. Oh Gott, das war knapp, das war knapp. Ich will keinen Schaden bekommen, Leute. Ich will keinen Schaden bekommen. Sehr gut. Für Rebirth wünsche ich mir auch, dass man so Statistiken hat, weißt du? Dass da so steht mit, also, wie oft du mal mit jeweils mit dem jeweiligen Charakter getötet hast und so. Das wäre, glaube ich, sehr geil. So hätte man einen besseren Überblick. Und ja. Aber ich wette, da kommt sowas. Ja, ich glaube, daran denkt er. Wenn nicht, dann Edmund McMillan. Schreib ihm mal, dass es sowas braucht. Dann ist es gut. Dann würde ich sogar zweimal kaufen. Vielleicht. So. Und wir bekommen hier die Zitrone. Das heißt, es ist ein Space-Item, oder? Ja, nehmen wir einfach mal mit. Warum nicht? Besser als gar kein Space-Item. Aber ein besseres Item wäre irgendwie besser. So, ich würde mal sagen, wir gehen direkt zum Boss und besiegen ihn. Danach klären wir mal die ganzen anderen Ebenen. Ach, das bist du. Komm, genau rein in mein PB. Oder Zitrone, natürlich Zitronenglas. Na klar, ist das Zitrone. So. Dich beschießen wir mal von der Seite. Das tut dir doch gut, was? Schön ein paar Tränen in die Rippen. So, und da noch ein Short-Speed-Up-Upgrade. Das ist nicht so cool. Was haben wir denn hier? Sachen, die wir gar nicht haben können. Ja, das ist ja richtig gut. Brauche ich nicht. Verdammt. Short-Speed-Up brauche ich auch nicht. Oh, jetzt haben wir Quad-Shot und bekommen nur noch Scheiße, oder was? Quadshot ist ja auch ein Special-Item. Special-Item. Special. Und, ja, jetzt wäre ich die Chance auf andere Items. Whoop. Schön ausgewichen. Bisschen Tango getanzt mit den Typen hier. Und wir könnten in den Raum, können wir auch rein, oder? Wir haben nur ein Herz. Das heißt, wir können da rein. Yes! Die Krönchen. Ja, würde ich machen. Was macht es? Gibt uns nur Münzen, ne? Das hat sich ja gelohnt. So, oh Gott. Naja, Münzen, warum nicht? Münzen sind gut, wir haben einen Diamanten gefunden. Das heißt, wir könnten auch jetzt gleich in den Shop gehen, wenn wir ihn finden. Und auf jeden Fall für 15 Münzen was kaufen. Vielleicht finden wir ja die Kerze. Die Kerze hatten wir auch lange nicht mehr. So. Wow. So. Dann auf Wiedersehen, komm schon. Quadshot, mach ihn fertig. Macht ihn fertig. Los. So, geht doch.
Ist doch blöd, dass wir jetzt zum Satan müssen und nicht in die Kiste, wo wir nochmal 4 Items haben. Das müssen wir demnächst auch mal machen. Da scheißen wir im nächsten Run einfach mal auf die Achievements und machen einfach nochmal einen kleinen Spaßrun mit Isaac. Und The Binding of Isaac wird danach eh nicht zu Ende sein. Also wenn ich alle Achievements habe. Das Spiel wird erst, also das Let's Play wird erst zu Ende gehen, wenn Rebirth rauskommt. Bis dahin werde ich noch unter anderem Challenges machen, wie zum Beispiel die eine. Gestern wurde mir eine Wasserpistole geschickt im Holiday. Falls ihr nicht gesehen habt, schaut euch an. Und ja. Zusammen mit der Wasserpistole wurde mir auch eine gute Challenge-Idee geliefert. Und zwar werde ich die mit Wasser füllen. Und jedes Mal, wenn ich Schaden bekomme, wird meine Freundin mir, ich könnte auch eine Bombe mitnehmen, ne? Lass mal das hier mitnehmen. Wird meine Freundin mir ins Gesicht spritzen, ja. Hier haben wir nochmal das hier. Ich würde sagen, wir nehmen eine Bombe mit. Einmal mal zur Sicherheit. So. Also jedes Mal, wenn ich Schaden bekomme, einfach... Das wird dir sicher gefallen, du. So, einmal einsetzen. Ein blaues Herzchen dazu. Und weiter geht's. Das heißt, als nächster Boss ist der Reiter. Aber erst, wenn ich das auch auf der Ebene eingesetzt habe, ne? Jetzt noch nicht, oder? Ich meine, wenn man das Buch hat, dann hat man die Chance, auf jeden Fall den Reiter dazu bekommen. Oder auch Death. Ich weiß nicht. So. Und tschüss. Ja, mit der Bombe. Ja, da gehe ich jetzt nicht rein. Wobei ich da gerne reingehen würde. Aber kein Schaden im Basement. Das ist auch ein Achievement. Glaube ich. Oder war das überhaupt Basement? Ich weiß es gar nicht mehr. So, lass mal hier mit der Bombe testen, ob es hier den Geheimraum gibt. Natürlich nicht. Der ist wahrscheinlich da rechts, ne? Ah, Mist. Bombe verschwendet. Komm, da gehen wir aber rein. Schauen wir uns mal an, was es dort gibt. Ja, und wir bekommen Münzis. Sehr gut. Mit den Münzen haben wir heute Glück. Das ist sehr gut. Besser Münzen als Greed hier. Weil der Greed auch einen Steam Sale verkauft, ne? Naja, egal. So, haben wir alle Räume geklärt? Ja, hier ist wahrscheinlich der Supergeheimraum. Das sage ich hundertprozentig. Ja, und Engelsraum? Nein. Dieser Automat könnte uns vielleicht noch ein paar blaue Herzchen geben. Oder vielleicht Cans oder sowas. Warum nicht? Spielen wir mal ein bisschen. Jetzt weiß ich das natürlich nicht, ob das dazu zählt, weißt du, wenn du... Oh, The Sun. Joker, The Sun. Scheiße, Mann. Zwei gute Karten. Wenn du, also wenn ich jetzt zum Teufel gehe und mir was opfere, ob das als Schaden zählt. Weißt du? Weil wir dürfen keinen Schaden bekommen. Deswegen lasse ich einfach mal den Joker liegen. Und hoffe einfach mal auf ganz viele blaue Herzen. So, alles mitnehmen. 10 Münzen wieder. Sehr gut. Was macht eigentlich dieses Court-Dingsbums? Das weiß ich jetzt nicht. Ach ja, im Livestream war das so gut. Da konnte man einfach sagen, was macht das? Und ob das sofort erzählt. Und hier muss ich jetzt selber suchen hier. Was ist das hier? Da. If you take damage, which leaves you one half head left, you gain little Steve for the remainder of the room. Ach so. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie auf einen halben Schaden bekommen. Kommen. Dass wir immer einen halben Schaden bekommen. Und dann bekommen wir immer Little Steve, wenn wir Schaden bekommen. Aber unser Ziel ist es ja, keinen Schaden bekommen. Und deswegen ist es egal. Das hier nehme ich jetzt nicht mit, weil... Short Speed Up, ne? Da seid ihr ja mal ziemlich penibel. Und wollt nicht, dass ich das mitnehme. Und deswegen gehen wir jetzt in die nächste Ebene. Und ich will es auch versuchen, mal ohne Short Speed Up zu spielen. So. Hätten wir hier alles. Alles gleich. Ja, das sieht so komisch aus. Ich will auf jeden Fall nochmal zum Friseur gehen. Die hat da echt voll Kacke gebaut, ey. Mit diesem blöden... Keine Ahnung, ey. Das war bestimmt nicht mal eine Friseur... Oh Gott. Das ist ein enger Raum. Gut, der hat nicht geschossen, zum Glück. Sonst hätte ich auf jeden Fall Schaden bekommen. Also, ihr könntet mal hier vorne aufschießen, denn hier ist hundertprozentig der Geheimraum. Nicht. Haha, ihr habt mich nicht aussprechen lassen. Oh Gott. Oh Gott. Kein Schaden bekommen. Ich möchte keinen Schaden bekommen. So. Zack. Gott, wie bin ich da denn ausgewichen, ey. Unglaublich. Rein in den Itemraum und wir bekommen, was ist das denn hier nochmal? Spectacle Tears, ne? Genau, wir können jetzt einfach durchschießen durch Gegner und sehen ziemlich interessant aus. Ja, ziemlich interessant ist das richtige Wort. Mhm. So, das Buch ist auch gleich voll, da können wir gleich nochmal dran spielen und hoffen, dass wir den Reiter bekommen. Und wir bekommen Schaden. Nein, Mann! Aber Catacombs. Das ist ja nicht
Base... oder The Womp dürfen wir auch keinen Schaden... Ach, ich weiß es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwelche Karten, damit wir jetzt sofort zum Gegner geschickt werden. Zum Boss, meinte ich. Und dann hat man auch weniger Chancen, getroffen zu werden. So, ich würde sagen, auf geht's zum nächsten Bosskampf, ne? Ach nee, warte mal, erstmal das Buch auffüllen, damit wir, die Chance haben, den Reiter zu bekommen, weil ich hätte gerne einen Cube of Meat. Ja, hätte ich gerne. Mhm. Ja, ja. So, diesen Raum einfach clearen und dann... Oh, da hat es gespuckt. Da hat es gespuckt. So, einsetzen, Space, zack. Und her mit dem Schlüssel. In den Shop können wir auch nochmal ganz schnell reingehen. Und die Kerze. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, die werden wir dann auch gleich nehmen, ne? Wenn wir noch 3 Münzen finden. Vier Stück müssen wir finden. Ich sehe es jetzt schon, wie wir nicht diese 4 Münzen bekommen. Egal, so. Auf geht's zum Boss. Den besiegen wir einfach mal ganz schnell. Wir müssen auch ein bisschen schneller werden, ne? Sind ein bisschen lahmarschig hier unterwegs. Und es ist der Reiterkowski. Ein schlimmer Reiterkowski. Aber der spawnt Gegner, das ist gut. Alles, was Gegner spawnt, ist gut. Denn wir werden dann dadurch stärker. Auch wenn er sie tötet, bekommen wir auch diesen Boost. Diesen Damage-Boost. Ah, jetzt geht's aber los hier. So. Ja, müssen schneller schießen. Wir schießen noch wie so ein kleiner Lümmel. Kleine Lümmel schießen so, ja. Nice. Gott. Ich habe erst im Nachhinein verstanden, worüber ich da überhaupt rede. So, weg mit dir. Genau, du spawnst nur noch komische Fliegen und kriegst das Vierfache an Schaden jetzt durch mich. Jetzt noch Cancer und wir sind echt glücklich. Irgendwie. Einen blauen Automat finden wir bestimmt hier auf dieser Ebene. Sehr gut. Und einen Teufelsraum. Ja, Cube of Meat auf jeden Fall mitnehmen. Haben wir jetzt Schutz und hier erwartet uns du. Mann, wie sollen wir nur ein Herz, ey? Guppies Paw ist eigentlich ziemlich cool. Wir hatten eigentlich so schon die Chance auf 2 Guppy-Items, weil wir könnten im letzten Dingsbumskirchen da die Joker-Karte einsetzen, hätten uns den Guppy-Head geholt und jetzt hier das hier. Aber dann hätten wir kein rotes Herz mehr, was irgendwie nicht so cool ist. Deswegen will ich lieber ein rotes Herz behalten, anstatt keins mehr. So, ja. Bitter, 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 aber egal. So, die Kerze will ich mir holen. Das heißt jetzt hier, Münzen. Ich will Münzen finden. Auf geht's. So, auf dieser Ebene haben wir eh schon Schaden bekommen, ne? Das heißt, ich könnte da eigentlich rein, oder? Theoretisch, ja. Aber dann sind die blauen Herzen weg. Will ich das denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Überlegen wir uns mal am Ende des... Am Ende der Ebene. Komm, weg mit dir. Flups. Und die Spinikowskis. Na komm, stirb doch. Oh Gott, Leute. Einer von euch muss unbedingt... Mann. Ich weiß nicht, wie ich die ganzen anderen Achievements raushauen soll. Dass wir keinen Schaden bekommen. Vielleicht mit einer Challenge oder sowas. Ja, irgendeine Challenge und dann einfach schnell zum Boss irgendwie. Mhm, da können wir was opfern. Das war's schon. Keine Schlüssel. Oh, so dumm, ey. Das heißt, die Kerze können wir nicht mitnehmen. Außer es befindet sich hier was. Hä, hab ich da nicht gesprengt? Hab ich doch gesprengt. Speed up. Nice. Das ist sehr gut. Na, Bäuerchen. Und jetzt, was finden wir hier? Du. Oh, scheiße. Spielen wir jetzt dran oder nicht, ey? Ich glaube, ich würde dich sprengen. Einfach mal eine Münze rein. Eine Bombe. Ich würde sie sprengen in der Hoffnung, dass die Münzen droppen. Oh, ist das bitter. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Da liegen Bomben und die Münzen liegen hier auch irgendwo, ne? Oh, da kommen wir auch nicht an. Oh, ich komme nicht an am... beziehungsweise ich komme nicht an die... Oh, nein. So bitter. Auf in die nächste Ebene. Können wir nichts machen. Können den Mega-Geheimraum suchen, aber da gibt es ja nichts, was uns irgendwie was droppt. Ha! Schadikowski. Komm her, du Blödarsch. Jetzt lasse ich meine Wut an dir aus. Dass wir die Kerze nicht nehmen konnten. Das heißt, sie taucht auch später nicht mehr auf, ne? Also wir haben voll verkackt, ey. Scheiße, ich habe so sehr auf die Kerze gehofft. Oh, Mann. Ich bin auch echt am überlegen, ob wir überhaupt das Buch jetzt nochmal einsetzen, weil ich habe keinen Bock auf den Reiter. Ich will lieber so ein HP-Upgrade. So. Ah, da ist der super Boss-Challenge-Raum. Das heißt, da könnten wir rein. So, komm, gehen wir rein. Schauen mal, ob es da ein HP-Upgrade gibt. Was ist das denn? Range-Up oder sowas, ne? Ja gut, nehmen wir mit. Warum nicht? Ne, Tears-Up. Okay, sehr gut. So. Naja, Schaden sieht anders aus, würde ich sagen. Aber es ist immerhin
irgendwie in... Es geht in Richtung Schaden, ja. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Hör auf zu spucken, du. Tränen ins Gesicht. So, und... Na, komm schon. Fröhlich am Rumhopsen hier, der Monstro. Monstro 1, ne? So, und jetzt kommt hier du. Zack, zack, zack. Ein HP-Upgrade. Ich brauche HP-Upgrades, HP-Upgrades, HP-Upgrades. Ich brauche HP-Upgrades. Oder eine Batterie, mit dem ich die Bibel besser auffüllen kann. Ja, das wäre auch noch ein gutes Item. So. Okay, eine Münze, alles klar. Setzen wir die Bibel mal ein. Haben jetzt die Chance auf einen Reiter oder auch hundertprozentig kommt ein Reiter. Arcade Room. Können wir auch mal ein bisschen dran spielen an dem Automaten. Auf geht's. Blaues Herzchen, sehr gut. Und Pretty Fly läuft Dingskirchen, sehr gut. Direkt am Anfang. So. Na, gibst du mir Krebs oder sowas? Komm schon. Nicht in die Luft fliegen. Mehr aber nur Krebs. So, der Hermit teleportieren. Und da ist Greed, wusste ich's doch. So. Ja, da kriegst du Schaden, was? Komm schon, spawn deine Dinger, damit ich noch mehr Schaden bekomme. Sehr gut. Oh Gott, aber nicht die. Ich dachte, du spawnst jetzt die T-Shirts, aber du bist ja hier Super Greedo. Wow. Mann, wer von euch ist denn halt tot? Du. Gut, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, einfach stehen bleiben. Wow. Meine Güte, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, geht doch. Meine Range ist für den Arsch. Könnte besser werden. Oder sein. Aber der Schaden geht schon. Okay. Nein. Mann. Hör auf, mir Schaden zu machen, du Arschkopf. Aber die ziehen mir gar kein Geld ab. Warum das denn? Weil ich blaue... Ach, weil ich kein Geld habe. Ich bin nur ein armer Schlucker. So, her damit mit den Münzen und Herzen. Ja, die brauchen wir jetzt nicht, ne? Die brauchen wir jetzt nicht. So. Konnte sich nicht mal teilen. So heftig Damage habe ich gemacht hier. Na, oh nein, mein Spektrum-Tier ist kaputt schon. Geht doch. Die haben da durch die Kisten geschossen, weil ich hier Schüsse habe, die durch alles gehen hier. So. Hier bleiben wir mal stehen und machen Schaden. So, gehen auf Nummer sicher. Und gleich geht es, was suchen wir noch? Den Itemraum brauchen wir. Gott, in der letzten Ebene habe ich den Itemraum gefunden, ne? Kommt mir gerade zuvor, als hätte ich ihn übersehen oder so. Er war einfach ignoriert. Ah. Scheiße. Und jetzt die ganzen blauen Herzen, die ich bekomme, alle wieder weg. Alle wieder weg. Das gibt's doch nicht. Und die Caves habe ich auch wieder Schaden bekommen. Ach, Mann. So, erstmal die Fliegen töten, die uns einen Boost geben. Dankeschön. Euch habe ich gern. So, sehr gut. Und jetzt mit einem Schuss. Und du brauchst nicht mal einen, du brauchst nur einen halben Schuss und bist weg. So, Space-Item einsetzen. Zack. Und bekommen Bomben und ein Herzchen. Na, schade, schade, schade. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier einen Stein. Das wäre auch ganz gut. Yes, der Supergeheimraum. Und hier haben wir so eine Kiste, die uns so eine blöde Bombe gibt. Ey, was soll der Schmist? Gibt es da vielleicht irgendwie so einen Trick, dass man die erst ganz zum Schluss öffnet, weil dann hat man die bessere Chance, irgendwie was Cooles zu finden oder sowas? Oh Gott, eine Superform von dir. Bringt aber auch nichts. Bringt aber auch nichts, mein Lieber. Da haben wir den Boss gefunden. Ich wollte aber den Itemraum finden, meine Lieben. Meine Lieben, so geht es aber jetzt nicht hier. Zack. Oh, Mist. Na, komm her. So, ich weiß gar nicht, ob Morm jetzt kommt oder so. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz auf Nummer sicher und gehen mal am Automaten ausspielen, ne? Da gab es ja hier den Automaten, den will ich haben. The Sun dürfen wir auch nicht vergessen mitzunehmen. Schlüssel einsetzen, ja, warum nicht? Heilt uns, ne? Brauchen wir jetzt nicht. Hm, schade. Ausschießen, vielleicht gibt es da eine Münze. Jetzt haben wir 15 auf jeden Fall. Könnten das die Katze holen. Yay. Wenn es sie noch geben würde. So.
Genau, her mit dem Schlüssel, den wir gerade verbraucht haben. Und hier gibt es jetzt, den. Gott, was macht denn der nochmal? Speed, Range Up und alles mögliche. Jetzt sind wir so ein kleiner Furz. Kann es sein, dass wir auch weniger Schaden machen oder so? Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall viel zu schnell, habe ich das Gefühl wieder. Ich komme damit echt nicht klar. So, Wheel of Fortune, na gut, spielen wir jetzt hier dran. Bekommen noch ein paar Sachen, The Emperor, das heißt, wir werden direkt zum Boss teleportiert. Finde ich gut, könnten wir nehmen, aber es gibt natürlich ein paar bessere Sachen. Und hier haben wir das hier, sehr gut, das heißt, ein blaues Herz wird gedroppt, super. Das nehmen wir auch mit. Ich würde sagen, wir nehmen eher die Bibel mit, oder? Oder was nehmen wir mit? Also das ist nicht die Bibel, ich weiß. Aber ich denke mal, lass uns mal das hier mitnehmen. The Sun, so. Weiß ich gar nicht, warum ich das tue. Weil die Bibel beschwört immer Reiter und ich brauche eigentlich HP-Upgrades und, oder? Macht, ach, was macht dieses Ding hier? Spawnt es jedes Mal blaue Herzen? Ich glaube nicht, ne? Da ist es. Moment. Revolves the entire map and gives the player a random tarot card or soul heart. Verdammt. Tarot card or soul heart. Dann nehmen wir doch lieber das hier mit. Das ist irgendwie ein langweiliger Run, oder? Mit nicht so krassen Kombos. Wir haben einfach nur so eine Quadshot und irgendwie die Bibel. Aber naja, das was zählt ist, dass wir diesen blöden Run schaffen, ne? Aber coole Runs wären natürlich auch ziemlich geil. Der Emperor, nein, ich will The Sun mitnehmen. Verdammt. So habe ich der Emperor mitgenommen. Aber da wir ja Speedy Gonzales ist, ist es kein Problem, da schnell wieder hinzuhuschen. Und das hier mitzunehmen. Ich glaube, das war es nicht, sondern das können wir auch mal einsetzen. Vielleicht gibt uns das was Cooles, wie zum Beispiel eine Münze. Eine Pretty Fly wäre vielleicht ganz gut, ja. Komm schon, gib mir eine Pretty Fly. Nee, brauchen wir so eine komische Pille, die ich jetzt nehme. Was? Okay, sehr gut. Danke Schicksal oder so, keine Ahnung. Das war jetzt witzig. Erstmal eine fette Enttäuschung und dann, haha, da ist eine kleine Überraschung für dich. So, The Sun haben wir, sehr gut. Wozu eigentlich The Sun? Brauchen wir gar nicht, Mann. The Sun brauchen wir gar nicht. Außer wir finden jetzt noch einen Herzcontainer. Oh Gott, machen wir viel Schaden. Das ist unglaublich. Das ist ja nicht mehr menschlich, wie viel Schaden wir machen. Einfach hier so stehen bleiben und hoffen, dass sie nicht hier reinkommen, verdammt. So. Sehr gut. Und wir haben hier nochmal Moms Dingenskirchen. Ja, setz dich mal ein. Health up. Nice. Und hier haben wir noch so ein Health up. Half Down wahrscheinlich. Boards of Steel. Und Bombs Aki. Nicht so pralle, aber passt schon. So, super. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz unser Leben hier auffüllen. Da liegen ja ein paar Herzen rum.